Ein System ist dann im Gleichgewicht, wenn alle Systemkomponenten in etwa die gleiche Energie haben, den gleichen Grundimpuls, ja, und sich gleichartig in ein harmonisches Ganzes einfügen. So wie bei der Jonglage. Jeder Ball fliegt die liegende 8, jeder hat die gleiche Flughöhe, ja, die gleiche Flugenergie, das kann mal höher sein, ja, oder mal kleiner sein. In unserer kleinen Geschichte soll der blaue Ball die Wirtschaft darstellen, der rote Ball die Politik, ja, und der gelbe Ball die Gesellschaft oder die Menschen in der Gesellschaft. Wer jetzt da neben wem ist, ist relativ egal. Ja, die Nachbarschaften ändern sich sowieso in einem dynamischen System ständig. Mal sind sich die einen, dann die andere Gruppe näher. Ja, auch die treibenden Grundimpulse können immer wieder variieren. Schön ist natürlich, wenn in einem System ein Kreislauf entsteht. Entweder in der einen Richtung, ja, oder in der anderen Richtung. Ja, auch häufige Richtungswechsel machen da nichts aus. Ja, oder auch wenn der Kreislauf über eine andere Grundtechnik passiert. So weit, so gut. Jetzt hat sich bei uns in der Gesellschaft leider die letzten Jahrzehnte schon etwas verändert. Nämlich die Wirtschaft hat wesentlich mehr Gewicht bekommen. Ja. Sie überragt die anderen Komponenten um ein Vielfaches. Es geht so weit, dass der ganze Alltag schon ökonomisiert wird. Ja, jeder fragt sich in seinem Alltag, lohnt sich denn etwas für mich? Die Zeit wird kapitalisiert, Zeit ist Geld. Ja, und bei der Politik entsteht der Eindruck, als ob sie total am Gängelband der Wirtschaft hängen würde. Ja, wird hin und her gezogen. Ja, manchmal kann man die Politik überhaupt nicht mehr erkennen. Ja, sie ist wie unsichtbar. Das ist natürlich nicht der Fall. Sie verschwindet nur ab und zu. Und versucht auch manchmal, sich in höhere Gefilde zu flüchten, sich dort zu verstecken, in der Hoffnung, ah, da oben sieht man keiner. Natürlich nicht der Fall, wird auch da oben von den Problemen gefunden. Und dann geht die ganze Schuss ein Stockwerk höher weiter. Das ist auf Dauer zu anstrengend. Ja, auf jeden Fall die Wirtschaft, die eigentlich die Menschen in ihrer Lebensführung unterstützen sollte, Paragraph 151 der Bayerischen Verfassung lautet, alle wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Ja, die überwacht die anderen Komponenten, ja, sie umkreist sie buchstäblich, ja, und die Politik, die eigentlich vermitteln sollte zwischen den beiden und einen Interessenausgleich schaffen sollte, von der hat man den Eindruck, sie kreist nur noch um sich selber oder hat sich schon längst verabschiedet. Nun kommt eine neue Komponente ins Spiel, die Umwelt. Die pfeift aus dem letzten Loch. Genauso wie viele Menschen in der Gesellschaft auch aus dem letzten Loch pfeifen. Man hat eh den Eindruck, viele springen im Dreieck. Ja, und eine ungute menschliche Eigenschaft macht sich breit, nämlich Gier. Haben, 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 alles für einen Euro. Geiz ist geil, ich bin doch nicht blöd. Und im Rahmen dieser Gier werden von der Wirtschaft, aber nicht nur von ihr, alle möglichen Umweltsünden begangen. Wälder werden abgeholzt. Ja, und der Braunkohlebergbau frisst ganze Dörfer auf und spuckt die Menschen irgendwo anders wieder aus. Da stellt sich die Frage, was tun? Ja, alles andersrum probieren? Ja, die Wissenschaft hat angeblich für die meisten unserer Probleme konkrete Lösungen. Ja, und manche Menschen denken echt darüber nach. Andere schauen erst noch ein bisschen zu, ja, wie geht es denn der Umwelt, ja, was macht denn die Wirtschaft. Andere hoffen und denken, ja, soll es der da oben doch richten, der hat das ganze Schlamassel auch angerührt. Ein Teil lehnt sich erstmal zurück und sagt, erstmal entspannen, erstmal Picot. Viele hoffen, ha, vielleicht lösen sich die Probleme von alleine auf, ja, wenn ich nicht hinschaue. Wenn die Presse nicht darüber berichtet,
verschwinden die Geschichten vielleicht von allein. Das ist natürlich so, nicht so. Vieles läuft drunter und drüber. Ja. Anderes läuft nur noch unten rum. Ja, oder hinten rum. Ja, man wartet eigentlich nur noch drauf, bis das ganze System zusammenbricht. Jetzt ist passiert. Wäre es da nicht vielleicht sinnvoll, sich zu überlegen, ob und wie man eventuell anders wirtschaften könnte, also nicht profitmaximierend wie jetzt, sondern so, wie es die bayerische Verfassung schon seit langem vorsieht, nämlich dem Gemeinwohl dienend. Und so eine Wirtschaftsform wurde tatsächlich in den Jahren 2008 bis 2010 von einer Gruppe von Unternehmerinnen und Unternehmern in Wien entworfen und wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt, die sogenannte Gemeinwohlökonomie. Wenn Sie das weiter interessiert, schauen Sie sich doch mal auf YouTube eines der Einführungsvideos an oder besuchen Sie die Homepage der Gemeinwohlökonomie. Oder falls Sie in der Gegend von Bayreuth leben, kommen Sie doch mal bei einem Treffen unserer Regionalgruppe vorbei. Beide Homepage-Adressen werden am Schluss im Abspann eingeblendet. Vielleicht mögen Sie ja mithelfen, diese Idee, die mittlerweile schon über 100, 500, vielleicht sogar schon 800 Unternehmen in Deutschland praktizieren und auch einige Gemeinden weiter zu verbreiten. Denn eines ist klar, weitermachen wie bisher ist keine Option. Wir würden uns freuen und ich danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.